Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute wollen wir uns ranmachen, in unserer Einkaufsmeile, sag ich mal, etwas von der Sesamstraße zu bauen, und zwar eines deren Haupthäuser. Ich finde, das passt ganz gut rein, von daher schnappen wir uns ein paar Blöcke und basteln drauf los. Für den Start holen wir uns wie immer ein bisschen hellgraue Keramik raus, ein paar normale Pilzblöcke, ein bisschen roter Beton, denn polierte Anisit-Treppen und Stufen, ein bisschen hellgrüne Keramik begleitet uns und polierte Granit-Blöcke, Treppen und Stufen sind dabei. Wir beginnen zuerst mit unserer hellgrauen Keramik und ziehen uns eine Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke, die wir erstmal gerade lang ziehen, denn gleich daran setzen wir 1, 2, 3 mal nach vorne, lassen zwei Blöcke Platz und setzen nochmal so ein Dreier auf der gleichen Höhe hin. Schräg davon gehen wir zur Seite noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Blöcke einfach mal schräg nach hinten. So, andere Seite können wir hier auch nochmal 9 Blöcke einmal glatt hochziehen und das dann miteinander verbinden. Wenn wir das soweit haben, können wir gleich mal anfangen, jetzt uns die Vorderfront hochzuziehen. Die besteht aus Pilzblöcken. Hier wollen wir jetzt aber die Pilzblöcke einmal nach hinten gesetzt einmal langziehen, ne, dass wir hier einmal was überstehen haben und können jetzt hier insgesamt drauf 12 Blöcke setzen. Wir zählen nochmal, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Nachdem wir dann hier die Vorderfront einmal hochgezogen haben, wollen wir auch noch den Rest von unserem Gebäude hinterherziehen. Dann nehmen wir jetzt unseren roten Beton und können den hinteren Teil auch auf 12 Blöcke hochziehen. Weiter geht's dann danach wieder mit unserer hellgrauen Keramik und platzieren jetzt oben auf unser Rechteck nochmal zwei weitere Reihen. Sobald wir oben dann unsere graue Keramik einmal platziert haben, bleiben wir immer noch bei der Keramik und fliegen mal an die Seiten. Ihr lasst einfach mal hinten so zweimal roten Beton einfach mal Platz und dann schlagt ihr hier mal die Strebe mal weg. Tauschen wir hier einfach durch unsere Keramik aus. Auf der anderen Seite machen wir auch nochmal das Spiel. So einfach hinten zwei Blöcke Platz lassen und dann tauschen wir die Strebe hier einfach mal aus. Wenn wir das soweit haben, nehmen wir nochmal unseren Pilzblock, gehen auf die Vorderseite und können hier vorne, was wir einmal überstehen gelassen haben, einmal mit einer Pilzreihe platzieren und gleich darauf setzt ihr eine Granitstufenreihe. Bei den Granitstufen wollen wir auch gleich hier mal so ein bisschen, sag ich mal, jetzt hier unsere Treppe machen, dass wir auch ins Haus kommen. Da platzieren wir jetzt erst erste Reihe, naja, nicht unbedingt Blöcke. Da wäre eigentlich gut, wenn wir jetzt hier erst einen Block machen und dann machen wir hier einfach mal zwei Treppen hin. Bei den Treppen kann es auch gut sein, dass sie sich hier ein bisschen anecken, ne? Dass es hier, sag ich mal, so eine kleine Form gibt. Auf der anderen Seite hier machen wir das Gespiel auch nochmal. So, alles schön anecken lassen. Dann platzieren wir nochmal zwei weitere Blöcke drauf und platzieren dann hier nochmal zwei Stufen auf jeder Seite. Dann haben wir schon mal unser Geländer und wollen dann nochmal mit unseren Polyten an die Siedtreppen hier nochmal unsere Treppe einfach mal nach oben machen, bei Treppenreihen und dann eine Stufenreihe. Wir können dahinter einfach mal 1, 2, 3, 4 Blöcke mal hier weghauen und setzen hier nochmal eine weitere Stufenreihe hin. Denn jetzt wollen wir auch gleich mal unsere Tür hier einmal lang ziehen. Und die Tür hat natürlich ein Maß von 4 Blöcke. So, jetzt haben wir hier 3, machen wir da oben nochmal die vierte Reihe weg. Dann platzieren wir hier einfach mal an den Seiten unsere Blöcke. So, oben machen wir dann einfach unsere Stufen hin. An den Seiten könnt ihr dann eure Treppen platzieren. Da machen wir auch nochmal die Stufen hin und platzieren auch nochmal eine weitere Reihe oben drauf. Dann können wir auch gleich einmal unsere Tür einsetzen. Das wird dann hier aus unserer hellgrünen Keramik sein. Und dann haben wir schon mal die Tür und ich würde sagen, wir bleiben auch gleich auf der Vorderseite und hauen auch gleich die Fenster rein. Auf der Vorderseite haben die Fenster immer das gleiche Maß. Wir lassen einfach mal zur Tür zwei Blöcke Platz. So, dann schlagen wir hier einfach mal ein 2x4 Fenster rein. Drei Blöcke Platz lassen und nochmal so ein 2x4 Fenster. So. So, dieses Maß machen wir oben nochmal dreimal. Wir lassen da einfach eine Blockreihe Platz. Schlagen hier nochmal so ein Fenster rein. Hier drüber auch nochmal das gleiche Spiel. Lass dann einfach nochmal zur Seite drei Blöcke Platz und dann hauen wir hier nochmal ein weiteres Fenster rein. Die Fenster können wir eigentlich auch gleich ein bisschen verfeinern. Und zwar setzen wir oben immer an den Seiten zwei Treppen hin, verbinden das hier einfach mal mit unseren Stufen und fertig. Und unten setzen wir hier vor unseren Fenster einfach auch nochmal zwei weitere Stufen. Und das machen wir eigentlich hier bei jedem Fenster. Wenn ihr eure Fenster dann soweit habt, wollen wir diese Art nochmal auf der Seite platzieren. Jetzt kann man entscheiden, wie man sich natürlich hier sein Gebäude platzieren will. Ob du jetzt hier dir ein paar Häuser ransetzt, dann brauchst du dann natürlich kein Fenster machen. Aber bei mir habe ich natürlich jetzt nochmal so eine kleine Seitengasse, von daher würde ich jetzt auch gerne hier ein Fenster haben. Mach es auf der gleichen Höhe, lass auch zur Seite so drei Blöcke Platz. Und dann hier, zack, genau das gleiche, identische Fenster, was wir jetzt auf der Vorderseite haben, platzieren wir hier. Und dann kannst du dir halt entscheiden, lässt es jetzt halt, ja, einmal sollte schon sein, das ist auch, sage ich mal, beim Original so. Auf der anderen Seite sah man es leider immer nicht, nur von der Sesamstraße, aber man könnte natürlich auch gerne hier nochmal ein Fenster hinmachen, aber ich werde, glaube ich, auf der Seite mir noch ein weiteres Gebäude anbauen, von daher lasse ich das einfach mal glatt. Aber auf der Rückseite wollen wir uns natürlich noch ein paar Fenster uns einfach mal platzieren, die sind eigentlich auch sehr simpel, wir lassen unten zwei Blöcke, an der Seite zwei Blöcke und eigentlich das gleiche Maß, wieder hier 2x4 Blöcke, lassen immer drei Blöcke Platz und dann machen wir nochmal eins rein und auch ein drittes Mal und ihr seht, es geht halt perfekt auf, hier haben wir wieder drei Blöcke.
Nee, halt. Ups, falsch geklärt. So. Wir müssen ja immer dazu immer drei Blöcke Platz lassen. Ne? Und nur an der Seite haben wir zwei Blöcke. Genau, das passt. Darüber lassen wir wieder eine Reihe Platz und können hier nochmal einfach die identischen Fenster einmal reinhauen. Ja, und dann wollen wir die natürlich auch noch gleich ein bisschen verfeinern. Wir machen jetzt aber nicht, sag ich mal, oben Treppen und sowas hin, wie auf der Vorderseite. Auf der Rückseite nehmen wir eigentlich nur Stufen, die wir unten wie oben dann einfach nochmal dran platzieren. Ne? Und die verteilen wir eigentlich bei jedem Fenster nochmal. Wenn ihr eure Fenster dann auf der Rückseite soweit habt, wollen wir uns noch mal oben ein bisschen widmen. Hier wollen wir auch noch ein bisschen Fassade anbauen. Da fangen wir in den Ecken einfach mal an, dass wir hier einfach zwei umgedrehte Treppen uns hier einmal platzieren. Und wenn wir die soweit haben, geht es einmal an die Stufe ran. Die platzieren wir in der Ecke einmal oben und unten und nochmal an den Seiten komplett. Und hier wiederholt sich halt das Spiel, ne? Dass wir an den Seiten halt immer diese umgedrehten Treppen uns einfach mal machen. Und den Rest verbinden wir einfach dann hier mit den Stufen. Wenn wir das denn soweit geschafft haben, ja, würde ich sagen, wird es wieder Zeit für ein paar neue Blöcke. Um jetzt unser Häuschen abzuschließen, fehlt nicht mehr viel, das ist an sich alles nur so ein bisschen Deko. Zum einen können wir jetzt einmal unsere ganzen Fenster verkleiden. Ich empfehle euch einfach mal, weil ich es einfach passend finde, einfach komplett weiße Glasblöcke. Aber ihr könnt natürlich auch gerne jede andere Farbe nehmen, die euch gefällt. Wir wollen dann auch noch gleich auf der Vorderseite bei unserer Tür noch einen Türknopf anbringen. Da empfehle ich euch jetzt einfach mal einen Birkenschalter. Dann geht es gleich wieder aufs Dach. Hier nehmen wir jetzt einfach mal unseren hellgrauen Beton und ziehen jetzt einfach hier eine Decke rein. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch noch das Dach ein bisschen verkleiden. Also das heißt, hier machst du noch einfach ein paar Lüftungsanlagen drauf. Was die jetzt natürlich hier für ein Maß haben, kann man sich natürlich jetzt selber aussuchen. Machst jetzt große Lüftungsanlagen, kleine, halt irgendwie so ein bisschen Deko drauf. Das kann eigentlich nicht schaden. Ich nehme jetzt hier auch ein paar Mauern einfach mal, halt ein paar Falltüren und sowas und bastel mir einfach was zurecht. Man kann natürlich auch immer noch ein paar Schornsteine sich basteln, wenn man möchte. Hauptsache, irgendwas ist ein bisschen drauf zur Deko. Somit hätten wir dann auch das Häuschen von der Sesamstraße fertig. Jetzt gucken wir uns noch einmal hier drüben an. Hier ist natürlich noch ein bisschen verfeinert worden. Zum Beispiel habe ich die Fenster hier ein bisschen verkleidet und man sah ja meistens, dass irgendwie an der Seite noch so ein bisschen Gerümpel steht. Hier auch mal ein bisschen dargestellt, ne? So ein paar Mülltonnen und allen möglichen Kram. Auch noch hier, sage ich mal, so eine kleine Holzwand, die, sage ich mal, auch nochmal aufgebaut war. Da kann man da einfach gut die Falltüren nehmen. Die habe ich auch ein bisschen doppeldick gemacht. Also auf beiden Seiten sind da diese Falltüren. Aneinandergereiht, ein bisschen Mauer gemacht, nur so einen kleinen Bogen. Und das kann man sich natürlich aussuchen, wie man das haben möchte. Also offiziell, wenn ich mir jetzt alles angeguckt habe, war es halt immer auf der rechten Seite. Aber wenn ihr meint, ich habe da jetzt ein Gebäude, wo das eigentlich besser ranpasst, sich das glatt ranzubauen, dann macht das einfach. Und dann könnt ihr es auch einfach auf der anderen Seite bauen. Hier werde ich aber jedoch, wie gesagt, ein weiteres Gebäude von der Sesamstraße bauen, was dann hier bei mir natürlich glatt einmal dran steht. Von daher wäre ja Quatsch, wenn ich jetzt hier Fenster oder sowas platziere. Das Häuschen hier von der Sesamstraße macht auch eigentlich einen guten Eindruck hier in unserem Viertel. Passt eigentlich sehr nett rein. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir auch wieder hier am Ende unserer Folge angelangt. Ich bedanke mich wie immer dann fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bleibt gesund, haut's rein und tschüss.